Hallo, meine lieben Freunde. Wir sind zurück bei einer Folge Minecraft. Was Neues, also nicht ganz Neues, sondern ich werde eine neue Welt erstellen. Und es wird mal wieder eine Hardcore-Welt sein. Hardcore 5 müsste es mittlerweile sein. Vielleicht auch 6, vielleicht auch 7, ich weiß es nicht. Aber so werden wir jetzt spielen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir ohne zu sterben bis zum Enderdrachen kommen und ihn besiegen und ihn töten und es diesmal vielleicht schaffen. Die Aufnahmen werden ein bisschen länger als in den alten Folgen. Ui, sogar Hilfe. Ich drücke E, um das Inventar zu öffnen. Natürlich. Das hatte ich vor, aber ich brauche erstmal einen Baum. Oh. Ein einzelner Baum. Der steht doch nur für mich hier. Und wir bauen ab. Hallo? Ach, lädt er die Welt gerade erst. Mano. Na also. Oh, da seht ihr das. Gleich ein Wüstentempel. Haben wir gleich Diamanten wahrscheinlich sogar schon. So, dann öffnen wir das Inventar, damit er seinen Erfolg bekommt. Ja. Machen uns auch gleich eine Werkbank. Haben auch gleich Sticks. Und platzieren die Werkbank einfach mal hier hin. Werden dann erstmal als erstes eine Spitzhacke machen, damit wir uns Steine holen können. Und schon mal ein Schwert, dass wir ein bisschen kämpfen können. Können wir auch eine Axt machen. Oh nein, Holz, du bist runtergefallen. So, dann machen wir nochmal neue Sticks. Und dann machen wir eine Axt daraus. So, können wir zufrieden sein. Die schöne Minecraft-Musik dudelt auch im Hintergrund. Traumhaft. So. Dann gehen wir. Da ist ein Dorf, da ist ein Wüstentempel. Also, wenn das nicht mal der perfekte Anfang wäre. Für ein schönes Hardcore-Match. Ja, holen uns ein bisschen Holz noch. Wir können für die Nacht dann da auf jeden Fall schon mal nächtigen, wenn wir da ein Bett finden. In dem neuen Kampfdings. Ich krieg's nicht mal hin, hier vernünftige Hühner zu töten. Bin so ein schlechter Minecraft-PvPler. Aber das ist ja nicht alles PvP. Eigentlich ist es voll schön hier. Haben wir hier Berge. Haben wir hier ein Schwarzeichenwald. Ein schönes Dorf. Mit auch einem vernünftigen Weg. Wow. Hallöchen. Habt ihr auch Essen für mich vielleicht? Hier ist doch eine Schmiede. Äpfel, Brot. Na, ist doch schon mal Essen. So, das Fleisch braten wir dann auch mal. Sollte hoffentlich reichen. Habt ihr sonst irgendwie Felder oder sowas für mich vielleicht? Das wäre auch nochmal echt nett. Ihr habt Felder. Ganz stark. Nein, ich gebe dir nichts ab. Kann ich das gleich als Feld nutzen? Ein Traum.
Nein, du kriegst nichts ab von den Karotten. Das sind meine Karotten. Ich esse jetzt auf. So. Mama, hör ich einen Zombie? Es ist doch Tag. So, verhungern werden wir auf jeden Fall nicht. Kartoffeln haben sie auch. Kartoffeln esse ich nur nicht so gerne. Deswegen machen wir die komplett kaputt. Noch mehr Felder. Wow. Die Zombies kommen bald aus dem Wald. So, immer gleich nachpflanzen. Ach, falsch Taste. Mein Gott, Christian, du bist auch wieder hier. In Minecraft, wo du gerade 7 Days to Die gespielt. Da kommen wir natürlich mit den Tasten ein bisschen durcheinander. Mehr Felder habt ihr nicht? Okay, war auch schon mal gut. Vielen Dank. Habt ihr irgendwo Schafe gesehen? Wisst nicht, was Schafe sind? Das sind so Tiere, die haben Wolle drumherum. Bücherei. Ganz stark. Wir haben Bücher. Was ist das denn für ein Anfang hier? Genug Nahrung auf jeden Fall. So, ich werde mal verstanden. Oh, Mensch, was machst du denn hier? Ich werde ein bisschen Steine abbauen, dass ich ja vielleicht schon mal ein Steinschwert habe. Das hilft auf jeden Fall. Wieder falsche Taste. So, Steinschwert. Besser als dieses Holzschwert. Und dann brauchen wir noch einen Stein. Für eine Spitzhacke, ich nehme gleich 4 noch. Haben wir da genug, um auch Spitzhacken zu haben. Zack, dann brauchen wir die Scheiße nicht mehr. Ich habe jetzt nicht Scheiße gesagt im Fernsehen. Es ist ja kein Fernsehen. Haha. Nein. Spitzhacke. So. Wo habt ihr mein Fleisch? Wo ist denn die Schmiede nochmal hin? Das ist die Schmiede, oder? Nur ein Fleisch rausgekommen. Ja, was seid ihr denn hier alle so geil auf mich? Lass mich doch mal in Ruhe. Ich muss weiter. Ist echt schön hier eigentlich. Ihr werdet alle sterben, wisst ihr das eigentlich? Traumhaft. So, ich will mein Fleisch haben. Nun, dann kann man auch mal was essen. Ich brauche trotzdem noch Schafe. Ihr habt echt keine Schafe gesehen? Okay. Schweinefleisch. Ah, jetzt geht's doch. Hallo, ein Ei. Danke. Kann ich mir vielleicht eine eigene Hühnerfarm machen gleich? Das, noch ein Ei. Dankeschön. Zuckerrohr. Und Eier.
Hallo? Ich nehme das Zuckerrohr erstmal mit. Schadet nicht. Wo ist denn die Wüste? Ich laufe in die falsche Richtung eigentlich. Aber erstmal die Eier mitnehmen. Damit wir nicht schwimmen. Schöne Hühnerfarm machen können. Hallo? Experience? Okay. Ich glaube, da geht's in die Wüste. Können wir die Eier aufsammeln? Ja, da ist der Wüstentempel. Dann haben wir echt super tolle Dinge schon am Anfang gehabt. Und hier ist eine Schlucht. Auch keine richtige, Gott sei Dank. Ich kann Kohle mitnehmen. Richtig gut. Dann können wir definitiv alles machen. Was sagt die Tageszeit? Kohle nehme ich mit, egal was die Tageszeit sagt. Ich werde die Nacht schon irgendwie überleben, auch wenn ich kein Bett habe. Es wird dunkel. Mist. Wie komme ich jetzt hier raus? Egal. Ich wollte doch nur zum Wüstentempel eigentlich gehen. Und jetzt wird's dunkel. Hier sind wir gestartet. Gut. Da sind Wüstenbunnies. Wir gehen jetzt hier aber erstmal runter. Und die Nacht brauchen wir nicht draußen sein. So, gucken wir mal im Inventar, was wir dazu bauen können. So, Inventar. Dann mal ein paar Fackeln machen. Dass wir auch nicht zu dunkel haben hier. So. Sehr gut. Dann schauen wir mal, dass wir auch genug Essen haben. Wir werden dann mal einen Ofen machen. Wir werden dafür Platz schaffen. Wir werden den Ofen dahin platzieren. Wir werden ein bisschen Kohle reinpacken. Und schon kriegen wir Fleisch. So, und in der Zeit, wie das hier brät, können wir weiter runter gehen und wir haben neue Kohle. Ein Traum. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Eisen. Dann wäre es ein ganzer Traum. Ach, wenn man vom Eisen spricht, ist es schon da. Und Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Fackeln ein paar machen. So, reicht dann auch. Wir setzen natürlich auch die Fackeln, damit hier nichts Unerwartetes passiert und das alles hell genug ist. So, ich würde sagen, weil wir so erfolgreich waren, war es doch eine kürzere Folge zu Beginn als Anreiz. Die nächsten werden dann länger. Also vielen Dank fürs Zugucken. Wir sammeln das Eisen noch auf und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit dem ganzen Eisen. Also bis dann. Ciao, ciao.